Ja, wir haben voll keine Zeit, wir müssen sehr schnell spielen, hat es geheißen. 15 Minuten sind mega verschrocken. Oh, Scheiße, nein. Wir müssen schnell machen. Okay. Die, die uns jetzt kennen, denken vielleicht, ja, mal Tev machen geile Jodershow. So. Nein. Vorne. Seit SVP uns fragt und das SF und jeder macht noch Taler schwingen. Ich hätte sehr einen guten Grund. Ich auch noch einen Jodel-Jingle und so. Hey, nein, das kannst du einfach nicht machen. Hast du gesagt, mit der SVP, die uns einladen wollen, um schieren zu jodeln? Ja, das habe ich gerade gesagt. Eben genau, darum machen wir es noch. Ja, aber ich denke, der Swissness ist einfach wie schon vorbei, oder? Und wir haben eben nicht so viel Zeit, darum nehmen wir euch in Zukunft und wir spielen jetzt Theater. Schön, haben Sie auch heute wieder eingeschaltet, besser gesagt das erste Mal bei unserer Sendung Swissness. Stinkt es hinter dem Plastik Geranien? Dass das Schweizer Landleben schon lange nicht mehr so ist, wie es auf dem Tourismusplakat überall in ganz Europa dargestellt wird, das wissen wir ja alle. Christa und ich, wir gewähren deine tiefe Einblicke. Vor allem du, Christa, gell? Ja, genau. Romantische Einblicke in den harten, unglücklichen und vor allem auch grausamen Alltag der Schweizer Bauern. Die blühende Blume der Schweizer Kultur, also AK Swissness, also sozusagen Schild von der Nation, der ihre Blume, ihre Wurzeln sind schon lang vertrocknet, angeserbelt, kaputt, verrottet, von den Würmern zerfressen. Schön gesehen. So, wenn du siehst, einen schönen Stern, das Licht und du hast geniessen, am haben Himmel, dieser Stern ist eigentlich schon lange erloschen. Ja, eine Tradition, die wir doch nur noch wahrnehmen, das Widerhall von einem Echo, das sich langsam aber sicher auspendelt hat. Wie so ein verreckender Hund irgendwo am Boden liegt. Ich habe eigentlich gewünscht, dass wir nur noch den Gnadenschuss gibt. Weil er hält es eigentlich nicht mehr aus. Nein, halt es nicht mehr. Er ist umgarnt mit seinen eigenen Fäden. So Knöpfe kleben sie an die Arme von der Frau. Ablegen Sie! Ablegen Sie! Nein, sorry, ich habe keinen Platz. Wir machen weiter. Wir sind jetzt vor dem Haus der Familie Zieberli. Da wohnt der alte Hans und die grusige, der Schrumpelette. Zieberli, was? Wir gehen jetzt gleich mal rein in die gute Stube. Ja, wir sind jetzt hier in der ein bisschen grusigen Stube der Familie Zieberli. Die Luft ist ein bisschen feucht und kalt und ist ein bisschen klebrig auf dem Boden. Ich probiere mal mit Hans zu reden. Hans, wie ist es hier? Wie fühlt man sich in diesem Zustand? Oh, hallo Christa! Ja, ich kann mir vorstellen, dass man traurig ist, man sich einsam fühlt und nicht mehr weiß, warum leben, oder? Oh, verstecken! Ja, ich merke auch mit sprachlichem Ausdruck ist ein bisschen ein Problem. Dürften Sie überhaupt zur Schule gehen? Ah, du! Mängisch! Oh, mängisch will ich ihr auch so. Ah, das. Ja, du Mann. Ja, ja, das stimmt. Ich so. Natürlich. Ich auch natürlich. Sie sehen, das Bild von bodenständigen, ehrlichen, brunnenbrennten, eingelöten Sendungen. Au, ja! Au, au! Ja, der Sen, der noch mit seiner Manneskraft das Feld geflügt hat. Oder besät hat, besandt wie eins. Der Sen gibt es einfach nicht mehr. Es gibt keine Orientierung mehr für uns, Mann. Der Sen. Aber auch für die Frauen.
Exemplar. Frau Zibeli, Bente Zibeli. Hallo! Strickerei gestrickt, ich versuche sie mal ansprechen, ich hoffe, es klappt. Frau Zibeli! Sind Sie? Hey, sorry, Schwurz. Hey, bringen Sie uns drauf, mein Geheimnis. Christa, weißt du,
häusliche Gewalt. Ein Thema, das mir sehr nahegeht. Ja, das ist schon... Du verstehst schon... mich, oder? Ja, ich verstehe schon. Also. Schmink am Bett, ist alles anders. Bettli, sorry, darf ich mal schnell? Sorry, mach einfach darf mal. Darf ich mal? Auch ich mache. Ja, das mache ich ein bisschen für die Kamera. Ja, das glaube ich. Gut so, ja, war ein bisschen krass. Okay, hast du es? Ja. Ist gut, oder? Ja, es ist also gut, ich finde. Hast du ein Problem damit? Es ist moralisch. Ja, ich habe gedacht, wir sind vielleicht am falschen Ort. Das war ein bisschen am falschen Ort. Seid ihr jetzt schön da? Christoph, wir sind nicht am falschen Ort. Vielleicht ist sonst jemand am falschen Ort. Nein, also ich fühle mich wohl. Es ist schon, es geht. Was nicht, was du hast, aber vielleicht willst du ja einmal auch ernst genommen werden, die ganze Business, oder? Nicht wegen deinen hübschen Haaren und deinen hübschen Möps. Auch wegen Scharfsinn und Intelligenz. Du musst einfach ein bisschen aufdrehen, Christoph. Und jetzt will ich, dass du da ein bisschen Zeit aus dem Haus hast. Thema! Faschismus! Hoppus! Gut, kannst du mal zoomen, da ein bisschen. Konzentration, Job ist fertig. Hans, wie ist das da, wenn man so lebt in dieser... Ja, sie ist abgefuckt, ich wollte es nicht sagen. Da, wenn man sich so unwohl fühlt, dann sucht man doch einen Sündenbock, oder? Dann möchte sie fragen, wie haben es Sie zum Beispiel mit Ausländern? Ach, Christa, wie ist denn drum? Verdingbuchs. Ja, natürlich Verdingbuchsfigur. Der Film kenne ich, habe ich auch geguckt. Aber ich gucke bestimmt nicht so viel fern wie Sie, weil Sie sind jetzt bestimmt so frustriert, oder? Nein, Christa, das ist meine Realität. Sie sind da wirklich Verdingbuchs. Ja, ich weiß, was das ist, wenn man ein Leben führt und man nicht hat verdient, wo man denkt, nee, ich habe es besser verdient. Und er gibt. Man sucht das andere Leben. Und wenn ich nicht eine Liebe hätte gefunden. Ist die Familie vorbei? Dann wäre ich heute ein frustrierter Hagel. Aber dank dir. Nur dank dir, Bettli. Ist das nicht so?